suchen, ein bisschen lockerer zu sein. Einfach mal so ein bisschen lockerer. Also. Sportsfreunde, heute geht es um Eisen, Eisenmangel. Es ist so, dass ich momentan fast jede zweite Neuanmeldung meiner Athleten haben einen Eisenmangel und das hat mich jetzt irgendwie auch motiviert, mal da was zu sagen. Ich finde es einfach nicht gut, wenn man zum Arzt geht und eine Eiseninfusion bekommt. Das ist ein Megaschock für den Körper und ist auch verboten. Kurz zum Eisen. Wir haben ja im Körper ca. zwischen 2 und 4 Gramm Eisen gespeichert, im Ferritin, also im Protein, im Eisenserum und auch im HB. Und diese Totalspeicher ist ca. 2 bis 4 Gramm im Körper. Ich habe bei mir festgestellt und bei vielen anderen auch, wenn du regelmäßig trainierst, dann zerstörst du ca. 2 Milligramm Eisen pro Tag. Und jetzt kann jeder rechnen, wie lange das geht, bis ein Eisenmangel eigentlich aufkommt. Bewiesen ist einfach, dass diese normalen pharmakologischen Arzneimittel, die man kauft, eine Bioverfügbarkeit von maximum 10% haben. Mit einer Bioverfügbarkeit von 10% bringst du niemals dein Ferritin in ein richtiges Arbeitsfenster von 100. Und das ist einfach bei jedem Athleten sehr, sehr wichtig, wenn er performen will, dass das Ferritin über 100 ist. Ich habe selber einen Versuchstest gemacht, habe das abgecheckt, weil ich auch ein Athlet war, der immer diese Infusionen brauchte, 600 Franken bezahlt habe und habe hier ein sehr, sehr gutes Produkt gefunden von Dr. Ewald Töth. Er kommt von Österreich, ist für mich ein kleiner Alchemist und hat dieses Eisenenergetikum auf den Markt gebracht. Das ist ein Eisensulfat. In der Natur kennt man das im Stein Melaterit. Es hat die Eigenschaft, dass es an 7 Wassermoleküle gebunden wird und im Lösungsvorgang wirkt so im Körper das Fe2 sauer und das Fe3 basisch und so entsteht eine Pufferung und ein optimaler Zellgang im pH-Wert, so damit das Eisen aufgenommen werden kann. Ich verstehe es auch nicht so ganz genau, aber es wirkt in jedem Fall. Also hat etwas mit bioelektrischer, biomagnetischer Energie zu tun und die erhöht die Neubildung der roten Blutkörperchen und das Hämoglobin. Hier kann man von einem Produkt von 100% Bioverfügbarkeit reden. Das ist einfach der Hammer. Alles, was ich mache, ist, ich mache mir am Morgen einen Tee, mache ein bisschen Honig hinein und gieße dieses flüssige Eisen, das hat einen säuerlichen Geschmack, in diesen Tee hinein. Ich mache jeden Tag nehme ich eine Pipette. Das reicht circa für einen Monat und ich brauche pro Jahr 2 Flaschen und dann ist mein Eisen absolut top safe und ich kann rennen wie ein Wild. Okay, also das ist wirklich mal zu überlegen für alle die Athleten, die sich so als Ritual einfach eingerichtet haben, ständig zum Arzt zu gehen. Bitte überlegt das mal. Sucht dieses Produkt, ich zeige das dann noch auf dem Trailer noch, ihr seht das oben eingebildet, wo man das Produkt kaufen kann. Wie gesagt, 75 Franken pro Jahr, versucht das mal. Good luck!